So, da sind wir wieder und wir sind auf der Jagd nach Isomos, dem Berserkermeister. Und er müsste eigentlich gerade ums Eck sein. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Meine Gott, als Belohnung. Und haha! Hallo, ihr Jungs! Dein Tod ist der Preis für jeden deiner Sklaven. Wunderbar. Den hätten wir auch. Da hinten ist noch ein Kräuterchen. Das ging jetzt relativ fix. Hätte ich vielleicht doch noch in die nächste Folge reinpacken können, aber hey, dass der so günstig stand hinter dem Wagen, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. So. Dann gucken wir mal. Wie sieht es weiter aus? Uns Armee. Dann holen wir uns den hier. Haben wir Informationen? Ja. Der ist anfällig für Kampftodesstöße, anfällig für Schleichangriffe, anfällig für Kampfangriffe und unbeholfen. Perfekt. So, und wo ist er eigentlich? Aha. Gut. Ich habe da hinten noch einen Wurm gesehen. Oder auf alle Fälle Informationsquelle. Die holen wir uns noch ganz kurz. Ja, und wenn man immer schön Informationen sammelt, dann geht das Ganze doch bedeutend besser. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Bohrungsstränge sind nichts weiter als stinkende Gerüchte. Dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Und es hagelt schon wieder. Es hagelt immer. Ich überlege mir, den Spiel dazu zu überreden, meinen Kopf mit diesen Stacheln zu ziehen, als der Waldläufer auf mich raufspringen will. Zu spät. Wer bist denn du? Genug. Allein Schaden durch Fernkampfangriffe. Kann durch Kampftodesstöße. Ich versuche den einfach mal von hier oben zu erledigen. Also nicht von hier oben. Da komme ich nicht schnell genug hinterher. Aber ich hab. Da genau. Da haben wir. Ich weiß nämlich nicht genau, an welcher Stelle der steht. Können wir mal ganz kurz gucken. Der Hauptmann ist schon wieder fort. Was meint ihr? Das müsste der hier sein. Ja. Machen wir erstmal den hier. Wenden wir alles an. Ich werde dich immer wieder. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Bist du ein Opernsänger? Schon wieder vergessen. Wir sind fertig. Los jetzt. Nein. Informationen sammeln. So, von wem wollte ich jetzt eigentlich Informationen? Von dir hier? Nein. Von dir hier? Nein. Von dir hier? Ach, die sind jetzt nachgekommen. Habe ich zu lange gewartet.
Er hat mich jetzt da erschossen. Mich kriegst du so nicht! Du Malle! Manche halten dich für einen Schatten. Ich werde ihnen die Wahrheit zeigen, wenn ich ihnen deine Leiche zeige. Nicht bewegen! Zünde das Feuer! Falkläufer! Diesen Stahl habe ich sehr oft gefaltet. Er ist scharf genug, um deine Seele von deinem Körper zu trennen. Wirklich? Du kannst mein Fluch lichten? Oh. So wirst du mich nie erwischen. So, dann verhören wir dich mal. Du bist mein. Über wen habe ich noch keine Informationen? Dich habe ich Informationen. Dich habe ich Informationen. So. Da hat der Kopf Badge gemacht. Ist weg! Zurück! Lass sie dich nicht greifen! Ich will doch nur meine Rune haben. Dann könnt ihr von mir aus machen, was ihr wollt. Er kommt auch nicht mal wieder. Zünde das Feuer! Pass auf, er hat flinke Finger! Ich will keine flinken Finger, ich will nur meine Rune! Und jetzt bleib! So, jetzt. Okay. So, wen haben wir als nächstes? Du bist neu, oder? Ah ja. Anfällig für Kampftodesstöße, anfällig für Schleichtodesstöße, anfällig für Kampfangriffe. Perfekt. Du bist mein neuer Freund. Ich habe gehört, du wüsstest etwas für den Sklaven. Wir sind zweifelnd nicht so ahnungslos wie du. Ich brauche ganz kurz noch die Pfeile, die hier irgendwo liegen. Wo sind denn hier Pfeile? Irgendwo sollten hier Pfeile sein. Ah, da unten. Achso, ist maximal aufgefüllt. Perfekt. Was? Habt ihr das gehört? Nein, hast du nicht. Da war nichts. War nur ein kleines Gurgeln. Irgendjemand hat sich die Zähne geputzt oder so. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ein bisschen. Also eigentlich müsste ich jetzt hier rein. Das heißt, ich muss doch. Menschen sind so nutzlos. Nutzlos, wenn sie leben und nutzlos, wenn sie tot sind. Im Gegensatz zu Orks, die bringen mir Erfahrungspunkte, wenn sie tot sind. So wie der hier. Ah, da hinten. Wir haben ihn schon mal auf der Minimap. Das ist schon mal gar nicht schlecht.
Der Waldläufer glaubt, er wäre in einer Höhle vor uns sicher. Nein, habt ihr nicht. Ja, das muss ich dabei nochmal das nächste Mal ein bisschen üben. Schleicht da jemand umher? Für den Häuptling! Da können wir auch das Krog noch vergiften, wenn wir schon dabei sind. So, wo müsste der denn sein? Ohne meine Armbrust würde ich nie in die Schlacht. Bist du das? Gimu. Entschuldigung. Ja, das ist doch schon mal. Der wird gerade von irgendwas gefressen. Aber es gibt mir Zeit, mich zu dem hinzuschleichen. So, den hätten wir auch. Das ist ein Ende. Und da hinten ist auch noch einer, den können wir auch noch sammeln. Was wir besiegen, gibt Erfahrungspunkte, schaltet neue Sachen frei, ist also einmal vor Vorteil. Oh ja, da ist ein weiterer Bogen. Viele Gula hast du noch nie gesehen. Du solltest dankbar sein, dass ich sie getötet habe. Das Einzige, das du getötet hast, waren ein paar Sklaven, die schon nicht mehr stehen konnten. Ich kenne den Unterschied zwischen einem Ghoul und einer Blutautotrophe. Die gleich heute an meinen ekligen Geruch an sich. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Irgendeiner rennt da voller Panik komplett weit weg. Komm, bleib hier! So, da haben wir auch da. Über die fehlen und bei den hinteren fehlen uns noch welche. Das sind die, die nachgekommen sind. Schaden durch Explosion, okay. Du starbst, wie du lebtest. Schnell und glücklich? Okay. So. Dann gehen wir mal in die nächsthöhere Reihe. Beziehungsweise, ich glaube, es bringt nichts wirklich, wenn wir einfach Reihe für Reihe, weil da kommen immer welche nach. Deshalb gucken wir einfach mal. Wir gehen jetzt auf den hier. Das heißt, der wäre... Nein, gucken wir mal, welcher bei uns hier in der Nähe ist. Den haben wir noch nicht, den haben wir noch nicht. Okay, der hier. Den könnten wir eigentlich jetzt machen. Da ist keiner mehr, der ihn verteidigt. Perfekt.
So, das ist dann der zweite Hauptmann. Den machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Da vorne geht's los. Gut, ich schleiche mich dann einfach mal da schnell hin. Erstaunlich, dass Sie mich nicht zu einem Häuptling machen. Hab verstanden. Du bist unzufrieden mit Redback. Dann schlitz ihm doch einfach den Hals auf. Ja, nein. Weißt du, wie mühsam das war, den da hin, bis dahin befördert zu haben? So, da hinten ist auf alle Fälle mein nächster Auftrag. Den machen wir nachher in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke und wir sehen uns dann wieder. Ciao, ciao.